Wenn Sie zufällig Menschen fragen würden, die sich für die römische Geschichte interessieren, wer der größte Feind des Weströmischen Reiches war und dabei frühere Feinde wie Hannibal ausschließen, denke ich, dass 90% der Menschen oder mehr antworten würden, Attila der Hunne oder vielleicht Alarich der Westgote. Und tatsächlich waren dies wirklich formidable Feinde, die dem Römischen Reich großen Schaden zufügten und unter der römischen Bevölkerung großes Leid verursachten. Was wäre jedoch, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Person, die wahrscheinlich einen solchen Schaden am Weströmischen Reich verursacht hat, dass wir tatsächlich sagen könnten, dass diese Person hauptsächlich für den Fall dieses Reiches verantwortlich war, Gaiseric, der König der Vandalen war. Im 5. Jahrhundert nach Christus wurde das Römische Reich von allen Seiten angegriffen. Ende 406 oder Anfang 407 nach Christus war es einer großen Anzahl verschiedener germanischer Stämme gelungen, die römischen Rheinverteidigungen zu durchbrechen und so in die römischen Provinzen Gallien und Spanien einzudringen. Unter diesen germanischen Stämmen befand sich ein besonders wilder Stamm namens die Vandalen. In diesem Video hier habe ich ausführlicher über die frühere Geschichte der Vandalen und ihre möglichen Ursprünge gesprochen. Und unter diesem Vandalenstamm gab es einen 16- oder 17-jährigen Jugendlichen namens Gaiseric. Gaiseric wurde im Jahr 389 oder 390 nach Christus in der Region Pannonien geboren. Der Ort liegt im heutigen Ungarn, nahe dem Balaton. Mit 16 oder 17 war er daher höchstwahrscheinlich bereits im kampffähigen Alter und hat sehr wahrscheinlich bereits aktiv an den Schlachten der Überquerung der Rheingrenze Ende 406 oder Anfang 407 nach Christus teilgenommen. Die fränkischen Foederati, verbündete Soldaten, die für das Römische Reich kämpften, wehrten den Vandalenangriff tatsächlich fast ab und viele Vandalen starben im Kampf gegen die Franken. Einige Schätzungen deuten auf sehr hohe Verluste in den Tausenden hin. Gaiserics Vater starb in diesem Krieg gegen die Franken und von da an waren die Vandalen und die Franken bittere Feinde. Aber die Alanen und andere germanische Stämme schlossen sich bald den Vandalen an und so konnten sie irgendwann die Franken überwinden. Und schließlich konnten sie in die Provinzen Gallien und Hispanien des Weströmischen Reiches einströmen. Nach dem Tod von Gaiserics Vater während der Schlachten der Rheinüberquerung wurde Gaiserics Bruder Gunderic zum König der Vandalen. In den folgenden Jahren gelang es den Vandalen und anderen germanischen Stämmen, die Rheingrenze in das Weströmische Reich zu durchbrechen. Die Burgunder, die Alanen und die Sueben. Die Vandalen irrten eine Weile ziellos umher, verursachten viel Chaos und plünderten auf ihrem Weg Landgüter. Diese germanischen Stämme waren immer begierig auf Beute und Plünderung. Schließlich ließen sich die Vandalen um 409 oder 410 in der römischen Provinz Hispania nieder. In den 410ern und frühen 420ern kämpften die Vandalen im Grunde gegen jeden. Gegen die Sueben, gegen die Westgoten und natürlich gegen die Römer, wobei sie oft, aber nicht immer, siegreich hervorgingen. Um 425 konnten sie Karthago Nova und Hispalis erobern, wodurch sie Zugang zur Mittelmeerküste erhielten und die Römer zwangen, ihnen zu zeigen, wie man Schiffe baut. Im Jahr 428 starb Gunderic, der König der Vandalen, möglicherweise in einer Schlacht gegen die Sueben. Dann übernahm Gaiseric die Königswürde der Vandalen von seinem Bruder, von seinem Bruder, von seinem Bruder, von seinem Bruder. Gaiseric entschied sofort, dass sein Volk in Afrika wahrscheinlich ein besseres Leben führen würde, als mit den ständigen Kriegen gegen Römer, Westgoten und Sueben in Hispanien. Und so setzten die Vandalen im Jahr 429 mit ihrem gesamten Volk, das sich auf etwa 80.000 Menschen belief, auf ihren neu gebauten Schiffen nach Mauretania Tingitana über. Die Vandalen erreichten Mauretania Tingitana und erlangten rasch die Herrschaft über das Gebiet. Und von nun an würde Gaiserics unglaubliches strategisches Genie zum Vorschein kommen. Letztlich scheiterten alle römischen Versuche, Gaiseric zu besiegen. Anfangs wurde der Vandalenvormarsch zeitweise gestoppt. Der weströmische General Bonifatius
konnte die Vandalen anfänglich verlangsamen und ihnen Verluste zufügen. Aber dann, im Jahr 430, besiegte Geiserik Bonifatius und letzterer musste sich in die befestigte Stadt Hippo Regius zurückziehen, die gleiche Stadt, in der Augustinus von Hippo lebte. Die Vandalen belagerten die Stadt ein ganzes Jahr lang, bis sie schließlich im Jahr 431 fiel. Und Augustinus von Hippo starb wahrscheinlich während dieser Belagerung, aber Bonifatius gelang es, vor dem Fall der Stadt mit einigen seiner Truppen zu fliehen. Im Jahr 431 schickte dann das Oströmische Reich unter der Führung des germanischen Magister Militum Aspar Hilfe. Unter der Führung des germanischen Magister Militum Aspar Hilfe. Unter der Führung des germanischen Magister Militum Aspar Hilfe. Die Oströmer unter Aspar und die Weströmer unter Bonifatius vereinigten sich und trafen Geiserik erneut in einer offenen Feldschlacht in der Nähe von Hippo Regius. Und wahnsinnigerweise gewann Geiserik erneut und offenbarte sein unglaubliches strategisches Genie. Bonifatius starb später in einer Schlacht gegen den anderen weströmischen General Flavius Aetius in einem weiteren sinnlosen Bürgerkrieg. Klassisch, wahrhaft römisch-klassisch, anstatt sich gegen die germanischen Eindringlinge zu vereinen, kämpften sie auch weiterhin gegen sich selbst. Aspar konnte zumindest später die Vandalen eindämmen, aber er wurde im Jahr 434 in den Osten zurückgerufen, weil die Hunnen vorrückten. So blieb dem Weströmischen Reich nichts anderes übrig, als mit den Vandalen Frieden zu schließen. In einem Vertrag im Jahr 435 erhielten die Vandalen einen Teil der Provinz Africa Proconsularis und wurden zu Foederati des Reiches gemacht. Aber natürlich war Geiserich damit nicht zufrieden. Nein, nicht Geiserich, dieser gierige, brillante Psychopath. Denn unmittelbar nach 435 bereitete er natürlich heimlich den Krieg vor. Und Geiserich war ein Meister darin, römische Bürgerkriege oder andere römische Kriege zu seinem Vorteil zu nutzen. Als es im Jahr 436 zu einem Aufstand im Burgunderreich kam, den Aetius niederschlagen musste, und als dann ein Krieg mit den Westgoten im Jahr 436 ausbrach, sah Geiserich seine Chance gekommen. Er wartete noch ein wenig, bis er mehr Kraft gesammelt hatte und griff im Jahr 439 die Provinz Byzacena ohne Kriegserklärung an, wodurch er den Friedensvertrag von 435 verletzte. Er belagerte weiterhin Karthago und die Stadt wurde im Oktober 439 nach Christus relativ schnell eingenommen. Viele römische Kriegsschiffe fielen in die Hand der Vandalen, die im Hafen von Karthago stationiert waren. Da Aetius jedoch immer noch mit Kämpfen in Gallien und Hispanien beschäftigt war, konnte er gegen Geiserik nicht viel ausrichten. 440 griff Geiserik Sizilien an. Er belagerte Panormus und könnte die Stadt Lilibium besetzt haben. Im Jahr 441 versammelten dann die Oströmische eine massive Flotte, um dem Westen zu helfen, die Provinz Afrika zurückzuerobern. Diese Flotte, die unter dem Kommando von drei Generälen namens Aerobindus, Anatolius und Germanus stand, traf später im Jahr 441 auf Sizilien ein und besiegte alle vandalischen Streitkräfte auf der Insel. Und das hätte es sein können. Das hätte das Ende von Geiserik sein können. Aber was ist passiert? Was ist passiert? Attila ist passiert. Die Hunnen näherten sich zur schlimmstmöglichen Zeit von Osten. Ich habe irgendwo gelesen, ich erinnere mich nicht genau wo, aber das klingt sehr logisch, dass Geiserik Gesandte zu den Hunnen geschickt hat, um Attila zu sagen, dass die Oströmische verwundbar wären, weil sie eine massive Menge an Schiffen und Truppen zurückgezogen haben und dass jetzt der Zeitpunkt zum Angriff wäre. Und so mussten die Oströmer ihre Flotte zurückziehen. Und wieder einmal hatte Geiseriks List gesiegt. Sein Netzwerk aus Informanten, Gesandten und Diplomaten hatte sich als entscheidend erwiesen, um diesen östlichen römischen Angriff zu vereiteln. Geiserik war nicht nur intelligent und rücksichtslos, sondern er wusste immer, was in der Welt vor sich ging, wer wen angreifen wollte, und dementsprechend plante er seine Strategien wie ein psychopathisches Schachgenie. Als Folge dieser gescheiterten Expedition musste im Jahr 442 ein neuer Friedensvertrag geschlossen werden, in dem die Vandalen die Provinz Afrika erhielten, während Mauretanien zuvor noch unter weströmischer Kontrolle stand. Aber in Wirklichkeit nicht so sehr, das war ein brutaler Schlag für das Weströmische Reich
und meiner Meinung nach, was es wirklich getötet hat. Ohne die Steuereinnahmen aus Afrika konnte das Weströmische Reich einfach keine neuen Armeen aufstellen, geschweige denn die bestehenden unterhalten, und hatte daher immer weniger Mittel, um gegen die sich ausbreitende barbarische Bedrohung zu kämpfen. Interessanterweise gingen die Getreidelieferungen nach Italien und Rom jedoch weiter, entgegen dem, was viele vielleicht glauben. Aber natürlich mussten die Römer jetzt für das Getreide bezahlen, während es früher kostenlos gekommen war. Man könnte denken, dass Geiserich endlich mit dem zufrieden wäre, was er erreicht hatte, aber nein, nicht Geiserich. Im Jahr 455 eroberte er Sardinien, Korsika und Malta und überfiel die Küste Italiens. Dann nutzte er im Jahr 455, schlau und rücksichtslos wie er war, das völlige Chaos in Rom zu seinem Vorteil. In kurzer Folge wurde zunächst Aetius, der General des Weströmischen Reiches, vom Kaiser Valentinian III ermordet. Und nur ein Jahr später wurde der Kaiser selbst von Anhängern des Aetius ermordet. Und so verfiel das Weströmische Reich in völliges Chaos. Geiserich nutzte diese Situation sofort zu seinem Vorteil, bereitete die Flotte vor, segelte nach Italien und plünderte im Jahr 455 Rom selbst. Nach 14 Tagen unerbittlichen Plünderns segelte Geiserich mit einer unglaublichen Menge an Beute und dem Rest der westlichen Kaiserfamilie zurück. Dies ist der Grund, warum der Name der Vandalen heute noch überall bekannt ist, nämlich das Wort Vandalismus stammt von diesem germanischen Stamm. Ich bin sicher, dass Geiserich überrascht wäre, würde er wissen, dass dies das einzige bleibende Erbe ist, das die Vandalen der Welt hinterlassen haben. Im Jahr 460 versuchten die Römer dann erneut, die verlorene Provinz Afrika unter dem heldenhaften Kaiser Majorian, dem ich diesen Kanal gewidmet habe, zurückzuerobern. Aber Majorian machte einen kritischen Fehler. Er unterschätzte das psychopathische Genie von Geiserich. Und so wurde die weströmische Flotte von Majorian von den Vandalen zerstört, bevor sie überhaupt verwendet werden konnte. Eine tragische Geschichte und ein tragischer Held Kaiser, über den ich viele Videos gemacht habe, zum Beispiel dieses hier. Ein weiterer formidabler Feind von Geiserich war Marcellinus, der dem Kaiser Majorian geholfen hatte, Sizilien und Sardinien von den Vandalen zurückzuerobern. Im Jahr 476 versuchte der weströmische Kaiser Anthemius, das Vandalenreich mit Hilfe dieses Marcellinus zurückzuerobern, aber die Mission wurde aufgrund extremer Wetterbedingungen den ganzen Sommer über abgebrochen. Geiserich, ein gieriger Bastard, wie er es immer war, war natürlich immer noch nicht zufrieden und überfiel nun sogar das Oströmische Reich bis zur Küste von Griechenland und der Halbinsel Peloponnes. Dies veranlasste den oströmischen Kaiser Leo Zerze, eine riesige Flotte zusammenzustellen, um das Vandalenreich ein für alle Mal zu zerstören. Und das hätte wieder das definitive Ende des Vandalenreichs sein können. Aber natürlich scheiterte es wieder. In diesem Video habe ich die Gründe für das Scheitern erläutert. Kurz gesagt, es war wieder Geiserichs Schlauheit. Er gab vor, sich der Macht der Römer zu ergeben, während er in Wirklichkeit heimlich eine Flotte von Feuerschiffen vorbereitete. Und dann, als der Wind sich gedreht hatte, startete er diese Flotte von Feuerschiffen in einem brutalen Überraschungsangriff auf die ahnungslose östliche römische Flotte, die im Jahr 468 bei Carbon vor Anker lag. Und so hatte Geiserich wieder gewonnen, wieder das römische Reich gedemütigt. War er jetzt zufrieden? Natürlich nicht. Sein Hass auf die Römer muss wahnsinnig gewesen sein. Wir wissen nicht warum, aber er kämpfte immer weiter gegen die Römer, schien nie zufrieden zu sein. Und so überfiel er erneut die Küste von Griechenland, bis die Vandalen unter schweren Verlusten von den Manioten bei der Stadt Kannipolis zurückgedrängt wurden. Als Vergeltung nahmen die Vandalen 500 griechische Geiseln und ermordeten sie brutal. So war die absolute Brutalität von Geiserich, dem König der Vandalen. Ein rücksichtsloser, hochintelligenter Psychopath, ständig intrigierend und immer darauf aus, zu erobern und zu zerstören.
Erst im Jahr 474 wurde der Frieden mit dem Oströmischen Reich hergestellt. Als Geiserik schließlich im Jahr 477 starb, diese Geißel der Römer im wahnsinnigen Alter von 87 oder 88 Jahren, war das Weströmische Reich offiziell beendet. Ein Jahr zuvor. In seinem sehr langen Leben hatte Geiserik unzählige Schlachten miterlebt. Als er im Jahr 406 an der Rheingrenze war, war das Römische Reich noch absolut intakt. Und als er starb, gab es das Weströmische Reich nicht mehr. Und er selbst hatte den größten Teil an diesem Fall gespielt. Er hatte 5 große Versuche abgewehrt, das Vandalenreich zurückzuerobern. Es war sein schlauer Genius, der das Vandalenreich zu einer gefürchteten Macht im Mittelmeer gemacht hatte. Und so war Geiserich, nicht Attila oder Alarich, die wahre Geißel, der Römer. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, unterstützen Sie diesen Kanal gerne über Patreon oder eine YouTube-Mitgliedschaft. Ihre Unterstützung ermöglicht diesen Kanal erst. Ich wäre Ihnen zutiefst dankbar. Und natürlich möchte ich allen danken, die Majorianus unterstützen. Wenn Sie mehr über Majorians Versuche erfahren möchten, das Vandalenreich zurückzuerobern, sehen Sie das Video oben rechts an. Möchten Sie mehr darüber erfahren, warum der Versuch, das Vandalenreich 468 zurückzuerobern, scheiterte? Dann sehen Sie sich das andere Video unten rechts an. Nochmals vielen Dank an alle Freunde der römischen Geschichte. Gratias Tibiago und Bene Valete.